Was ist, wenn die Zinsen noch unterteilt werden in Tage oder Monate? Die gängige Formel: Zinsen errechnen sich aus dem Kapital mal Zinssatz geteilt durch 100 mal hinten noch dem Zeitfaktor. Aus dem Text müsst ihr natürlich rauslesen, geht es um Tage, dann multiplizieren wir mit mal T durch 360. Oder geht es um Monate, dann multiplizieren wir mit mal M durch 12. Typisches Beispiel, ihr habt 800 Euro zu 10% verzinst für Aufgabe A 10 Tage und Aufgabe B 3 Monate. Jeweils sollt ihr die Zinsen berechnen. Legt fest, K ist 800, das Kapital. Der Zinssatz ist 10%, also P gleich 10. In Aufgabe A geht es um Tage, also klein t gleich 10. In Aufgabe B um Monate, also klein m gleich 3. Um die Zinsen zu berechnen, schnappen wir uns die entsprechende Formel für Aufgabe A mit mal t 360, setzen ein 800 mal 10 durch 100 mal 10 360 ergibt ungefähr 2,22 Euro an Zinsen für den Zeitraum 10 Tage. Aufgabe B, wir nehmen natürlich die Formel mit mal m Zwölftel, weil es geht ja um Monate, klein m gleich 3. Setzen ein, 800 mal 10 durch 100 bleibt ja, aber mal 3 Zwölftel ergibt 20 Euro für diesen Zeitraum 3 Monate an Zinsen. Logische Frage jetzt, was, wenn K, P, T oder M gesucht ist? Das ist ja nicht so einfach, weil die Formel ist ja immer wunderbar schon so, dass ihr einsetzt und direkt die Zinsen rausbekommt. Formel umstellen, dazu mache ich aber ein eigenes Video, weil ihr einfach nur wieder festlegen müsst, was ist gegeben, was ist gesucht. Und wenn etwas gesucht ist, was in dieser Formel, die ja gängig ist und auch in Büchern steht, hier steht, dann muss ich ganz einfach nur umstellen. Wie gesagt, eigenes Video, schaut nochmal nach und dann sollte es kein Problem sein, entsprechend den Wert rauszufinden, den ihr sucht.